Nur der Himmel ist über ihm, wenn Bruder Otto seine Lunge trainiert. Es sind so Übungen, wo meine Lunge wieder frei machen, wieder öffnen. Und das mache ich gern hier so draußen, wo ich dann auch noch unterstützt werde vom Wind. Ne? Und es gibt wirklich Kraft und wieder Power, weil ich will einfach wieder so sein wie vor Corona. Oh. Corona hat ihn schwer getroffen. Jetzt kämpft er mit den Spätfolgen. Einst am Kreuz verhülle. Atmen und Singen sind seine Therapie. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Angesteckt hat der ehemalige Franziskanermönch sich im Altersheim. Dort arbeitet er in der Pflege. Corona hatte da besonders heftig gewütet. Viele Bewohner starben und Bruder Otto hat sie begleitet. Einsamkeit ist für ihn ein Privileg, denn Gott ist immer bei ihm. In dieser kritischen Zeit, wo es mir wirklich nicht gut ging, dieses Gefühl zu haben, dass ich doch nicht ganz alleine bin. Im Gegenteil. Man ist, glaube ich, sowieso nie alleine, wenn man auch freiwillig einsam lebt, so wie ich. Aber ich fühle mich eigentlich nie alleine oder einsam. Oberhalb von Wolfach auf St. Jakob lebt Jürgen Otto Stahl als Bruder Otto seit fast 2 Jahren als Eremit. War es für ihn die richtige Entscheidung? Kann er hier tatsächlich zurückgezogen leben und bleiben? Es ist ein Ort, an den viele Wanderer und Pilger kommen. Die Einsiedelei liegt direkt am Kinzigtäler Jakobsweg. Bruder Otto muss sich auch um die Kapelle kümmern. Angefangen habe ich ja über den Franziskanerorden. Da gab es auch schon einen Eremiten. Der wurde auch von meinem Mitbruder von mir oft mal besucht. Und das waren so die ersten Kontakte, die man schon mal gehabt hat. Ne? Und irgendwann war auch für mich klar, dass dieses Alleine-Sein für mich eigentlich wertvoller ist wie in der Gemeinschaft. Ich habe für mich gemerkt, da gibt es irgendwas, das zieht mich dahin. Ne? Es zieht mich. Ich konnte es bloß nie definieren, was jetzt das genau ist. Ne? Und mittlerweile weiß ich, es war Gott, wo mich daher gezogen hat. Oder Jesus. Ne? Und gesagt, komm mal mit, komm, ich zeig dir was. Ne? Sein Leben in Abgeschiedenheit macht neugierig. Schon lange haben die Triberger Schülerinnen mit ihrer Religionslehrerin einen Besuch geplant. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Fast beschwerlich. Es ging, oder? Es ging, gell? Ein paar Schweißtropfen haben wir, aber es ist okay. Das hat natürlich auch immer was mit einem persönlich zu tun, dass ich einfach ganz arg fasziniert bin von eremitischem Leben oder von so Menschen, die alleine gut mit sich leben können. Alleine sein, das kann Bruder Otto. Das macht ihn für viele in dieser hektischen Zeit auch so interessant. Die Schülerinnen haben eine Messe vorbereitet, die sie mit ihm feiern. So, ich hole jetzt noch das Holz. Und dann legen wir los, ne? Nach dem Gottesdienst wollen die Jugendlichen einiges über Otto wissen. Ja. Eremiten sind natürlich immer ein bisschen Eigenbrötler oder eigene Charaktere, die gerne irgendwo zurückgezogen leben. Das heißt, sie leben nach den Wüstenvätern. Die Wüstenväter, das waren die, die als erstes im Jahre 200 nach Christus freiwillig in die Wüste gegangen sind. In die Wüste ist Bruder Otto nicht gegangen. Er war stattdessen über 3 Jahre in einem Zen-Kloster in Japan. Damals war er Anfang 20 und fasziniert vom Leben der Mönche. Der Wendepunkt in seinem Leben.
Seitdem hat ihn das Meditieren und die Suche nach einem spirituellen Leben nicht mehr losgelassen. Wir sind dann um 3 Uhr aufgestanden, erst Meditation, also Sasen Kinhin, Sasen Kinhin. Und da gab es immer, haben wir eine Bettelschale dabei gehabt, und da gab es dann Reis mit Gemüse drin und ein bisschen eine Soße. Und das hat man dann vor 12 Uhr gegessen und dann nichts mehr bis zum nächsten Tag. Für die Schülerinnen ein ganz besonderer Unterricht. Sie erfahren viel über das außergewöhnliche Leben eines Einsiedlers. Mir ging es wirklich so, wo wir im Unterricht gehört haben, dass wir einen Eremiten besuchen, habe ich wirklich gedacht, so ganz allein, ohne Menschen und keinen so krassen Bezug zur Gesellschaft. Aber das ist ja jetzt ziemlich anders gewesen. So eine Entscheidung zu treffen, ganz alleine, so abgeschieden von der Welt, auch von seiner Familie, hat er erzählt, ist ja ein bisschen, oder ist einfach der Kontakt nicht mehr so gut. Und wie man zu der Entscheidung kommt, dass man halt ganz alleine lebt, hat mich halt schon interessiert. Ich habe jetzt eher wirklich auch einen strengeren Mann erwartet. Gerade auch von dem Wort her denkt man eher, dass jetzt so ein griesgrämiger Mann aus der Kirche rauskommt. Aber er war sehr offen und sehr liebherzig auch. Freigeist sein und zugleich dieses Zurückgezogen auch mit so einer kritischen Distanz gegenüber verschiedenen modernen Entwicklungen, die ich nachvollziehen kann, aber zugleich den Menschen in diesem System aufzufangen. Das finde ich einfach beeindruckend und das kann uns, glaube ich, in kleiner Weise Vorbild sein, auch wenn wir einen anderen Lebensstil oder eine andere Lebensform finden. Lange hat er gesucht nach dem Weg zu einem gottgeweihten Leben in Abgeschiedenheit. Vom Lazarusorden bis zum Franziskanerkloster. Von der Eremitenausbildung in Frauenbründel bis hierher in den Schwarzwald, wo er schließlich eine freie Klause fand. Er lebt bescheiden, aber einen Wunsch hat er sich doch erfüllt. Ach, schön. Oh, mein Bässle. Ganz, ganz nagelneu. Ganz nagelneu. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Und wir haben alle ein Instrument gespielt. Und alle haben ein Instrument gelernt, die mein Vater nicht konnte. Ich habe dann Kontrabass gespielt und Bassgitarre und Gitarre. Mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und mein Vater Akkordeon. Und es war eine super Kombination. Musik ist sein Lebenselixier. Der Garten wird es hoffentlich noch. Heute ist Monika Rauber zu ihm gekommen. Sie will mal schauen, was in seinem Garten so alles wächst. Was kann bleiben und was muss weg. Oh, da hätt's ein paar Sachen dabei, die so, glaube ich, raus. Das versämt sich wegen arg. Gell? Ich glaube, da haken wir erst einmal wegen auf, denn der Boden wegen lockerer. Es ist wirklich so, bei uns im Kloster habe ich einmal den Garten gerichtet. Und habe ich so einen Anschiss gekriegt, weil ich die wichtigsten Pflanzen alle rausgeschmissen habe. Ich habe halt gedacht, hey, ja, komm, das Klump kommt jetzt alles raus. Ne? Ich habe wirklich fast keine Ahnung vom Garten. Aber der gute Willi ist da. Als er vor einem Jahr nach St. Jakob kam, stand die Klause leer. Seine Vorgängerin war gestorben. Der Garten etwas verwildert. Das soll sich jetzt ändern. Unterstützt von Monika Raubers grünem Daumen. Er hat sie bei der Pflege ihrer Schwiegereltern kennengelernt. Super. Also ich glaube, der Garten zu der Jakobuskapelle ist schon auch was Besonderes, weil eh schon einige Heilpflanzen drinstehen. Und ich glaube, dass man das auch verbindet, diese geistige Heilung. Mhm, ja. Als Christ und dann die Heilung oder die Heilpflanze aus der Natur, dass das schon eine gute Kombination miteinander ja. ist. Die werden so um die 50 cm hoch, kann man die aber die können wir ein wenig weiter in richtig, das genau. Innere reinmachen. Ja. Na ja, guck, und da wächst, das ist ja Muscatella-Salbei, richtig, wo du da hast. Ja. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Das ist Meditation. Erstens Atemübung. Man muss atmen dabei. Und wir haben dann noch ein wunderbares Gebet mit dazu. Und zwar nennen wir das
das Herzgebet, also das Jesusgebet, das ist ein Meditationsgebet. Das beten die Mönche immer. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das läuft immer im Hintergrund, im Kopf ab, immer. Immer. Das ist das ständige Gebet, das ewige Gebet. Und für das ewige Gebet hat Otto sich schließlich entschieden. Ein zölibatäres Leben als Eremit, der für die Menschen da sein will. Ich habe also schon auch eine Freundin gehabt und alles Mögliche, aber es war halt nie so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt gehabt habe. Ich bin auch oft einmal auch bitter enttäuscht worden. Im Grunde genommen. Und da habe ich auch eine sehr nette Frau kennengelernt, ne, und habe gedacht, das ist doch halt super und alles, ne, bis ich halt dann mitbekommen habe, dass sie mich ständig nur betrügt. Und dann kam wieder ein Punkt, wo ich einfach gesagt habe, nee, ich will mir nicht weh tun lassen. Ne? Und dann war für mich eigentlich die Konsequenz klar, Otto, du lebst für dich alleine. Fertig. Vor 7 Jahren schließt er, der gelernte Buchdrucker, eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer ab. Das sichert seinen Lebensunterhalt. Natürlich ist das für mich ein bisschen eine Gratwanderung, dieses Eremitische. Und andererseits bin ich aber doch wieder den Leuten zugewandt. Die Frage, bin ich jetzt wirklich ein richtiger Eremit? Also ich muss damit Nein antworten. Ich bin einfach noch zu arg bei den Menschen. Ich habe so ein Gen in mir, ich muss Menschen helfen. Und dann tut es mir gut. Ne? Hier im Brenzheim ist er für die Bewohner da. Guck, und jetzt geht auch noch die Sonne auf. Ja. Ist das nicht schön? In der Altenpflege und Betreuung, da findet er seine Erfüllung. Manchmal ärgert er sich, dass er den Weg nicht früher eingeschlagen hat. Im Brenzheim, der geht dann bis ganz dahinter. Im Heim hat er sich auch mit Corona angesteckt. Als ausgebildeter Sterbebegleiter konnte er für die kranken Bewohner bis zum Schluss da sein. Inzwischen können sie wieder gemeinsam was machen. Zum Beispiel Pizza backen. Hallo. Er hat halt so einen Wiedererkennungswert auf jeden Fall von Anfang an. Einfach, weil er auch überhaupt im Pflegeheim und speziell im Betreuungsteam, weil er ein Mann ist. Und dann noch der Titel Bruder Otto und er wohnt auf St. Jakob. St. Jakob ist der Bewohner hier, das ist in der Umgebung hier bekannt. Also es war sofort eigentlich, dass die Bewohner ihn irgendwie gleich gekannt haben. Was natürlich jetzt toll ist, dass er so Andachten machen kann oder jetzt gerade beim Corona-Ausbruch dann auch Sterbebegleitung oder so eine Segnung, wenn der, in dem Moment, wo die Pfarrer dann nicht so ins Haus hinkommen können dürfen. Das Blech ein bisschen heilen. Die Pizza muss ich denn nicht. Das geht, das ist gar nicht so einfach, den auszuführen. Ja. Da ist nur was drin. Ja, ja. Ich möchte Ihnen eine Freude bringen. Ich will, dass Sie wieder mal ein bisschen lachen. Weil Sie sind jetzt in Ihrem letzten Abschnitt. Ne? Sie haben viel gearbeitet und auch viel erlebt. Positives sowie Negatives. Und jetzt dürfen Sie sich mal richtig schön noch mal drauf einlassen, sich freuen und sich gut fühlen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Wenn auch viele, viele wiederum sagen, ja, den Bruder Otto, den sieht man ja am Sonntag gar nicht in der Heiligen Messe. Ich mache meine Heilige Messe hier mit den Leuten. Wieder auf seinem Berg, nach einer langen Schicht im Heim. In seiner Zurückgezogenheit bleibt ihm nur das Gebet, um sich mit Gott und seiner christlichen Gemeinschaft zu vereinen. 7-mal am Tag sollte er beten. Wenn er arbeitet, klappt es nicht immer, sagt er. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen. Der Herr ersegne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das ist unser Stundengebet, das Brevier. Dieses Brevier wird von allen Mönchen und Klerikern wird es verrichtet. Für mich selber ist es so ein Zusammenhalt dann. Ne? Ich weiß, wir sind in einer ganz großen Gemeinschaft und beten gemeinsam, dass alles gut wird. Ne? Und wir machen dieses Gebet auch immer eigentlich vor dem Essen. Ne? Und das ist auch das Erste, was wir machen. Wir machen die Augen auf, stehen auf und dann wird das Gebet gemacht. Das gibt ihm Kraft. Bruder Otto versucht, allen zu helfen, die zu ihm kommen. In den sozialen Medien hat er viele Follower, ist mal on und mal offline, wie es für ihn passt. Der 62-Jährige hat selber eine bewegte Vergangenheit. Dokumentiert in einem Video aus seiner Freiburger Zeit, in dem er einen Detektiv spielt. Das bin dann ich hier. Ich bin der Bodyboy-Klöpfer. Mann, setz dich hier hoch. Jetzt ist ganz bewusst, jetzt gar nicht holen. Ich habe zwar orangene Haare mal gehabt, aber ich war ja immer so ein bisschen der Müsli-Punk. Oh, Scheiße. Und das waren alles so Szenen, die haben wir wirklich nur einmal gedreht, gell? Ich habe auch geraucht, gell? Ich war ja damals in der Buntschuh-Tuckerei. Und mit denen Leuten, die waren so dermaßen was von kreativ. Das war eigentlich alles alternative Szene, ne? Dann eben halt Hausbesitzer-Szene. Gut, ich habe natürlich eine Vergangenheit hinter mir, ne? Und diese Vergangenheit, die prägt einem natürlich auch ein bisschen, ne? Lässt einem aber auch sehr viel Freiheit im Kopf, ne? Frei sein und flexibel sein. Die Balance halten zwischen Einsamkeit und bei den Menschen sein. Das ist nicht einfach. Ja, stell dir doch da vorne nach. St. Jakob ist für Feierlichkeiten eine beliebte Kulisse. Heute ist eine goldene Hochzeit, zu der alle Vereine aus Wolfach gekommen sind. Was ihn heute besonders freut, seine Schwester Sabina kommt zu Besuch. Seit 5 Jahren haben sie sich nicht gesehen. Nee. Servus. Die Ferienwohnung, die Bruder Otto mitbetreuen muss, ist leer. Und Sabina kann hier übernachten. Ich mach das schon mal ein bisschen an. Okay. Dann haben wir hier die Küche. Kannst also auch werkeln, wie du willst. Das ist alles da, Kaffee und alles mögliche. Beste Fernsehen, gell? Das ist ein ultra-elends makrobiodynamischer Fernseher. Sabina lebt als Yogalehrerin in Israel. Einmal im Jahr ist sie auf Heimatbesuch. Ihren älteren Bruder besucht sie heute zum ersten Mal in seinem neuen Domizil. Beide haben einen spirituellen Weg eingeschlagen. Sabina mit Yoga und Otto, der sein Leben seinem Gott übergeben hat. Ich habe als Model gearbeitet, erst in Paris. Und das hat auch mit meinem Bruder angefangen, das Modeln. Freiburg. Ja, das war ganz spannend. Er hatte einen Freund, Fotografenfreund. Und dann hat er gemeint, ja, ich brauche eine Frau mit langen Beinen. Ich habe Strumpfhosen, ja, die ich jetzt hier fotografieren muss. Und dann hat er gemeint, ja, meine Schwester, die ist sehr groß, die hat lange Beine. Jo, schick sie mal vorbei. Und ich bin dann da runtergefahren nach Freiburg. Und ja, dann habe ich dann den Job bekommen. Und so hat es dann angefangen eigentlich bei mir, so langsam, ja. Modelstationen in Paris und New York. Dort bleibt sie 17 Jahre. Entdeckt Yoga. Eine Weltenbummlerin wie ihr Bruder. Aber beide lieben auch den Rückzug. Otto war schon als Kind gerne allein. Was ich immer gemacht habe, ich war eigentlich auch ständig im Wald. Immer. Also, das war mein Ding. Ich bin immer in der Wald, wenn irgendwas war. Blaubeeren oder sonst. Oder wenn ich auch Probleme gehabt habe, bin ich dann im Wald. Und dann, wenn ich dann wieder rausgekommen bin, war wieder alles in Ordnung. Gemeinsame Erinnerungen an eine Kindheit im Schwarzwald. 4 Geschwister.
Otto, der Zweitgeborene, ist immer seiner eigenen Wege gegangen. Sabina und ihr älterer Bruder schwingen irgendwie auf einer gemeinsamen Welle. Für Sabina ist Yoga das Gleiche wie das Gebet ihres Bruders zu seinem Gott. Gestern im Gespräch haben wir einfach auch noch mal am Abend während dem Essen einfach gemerkt, da fällt ein Satz und man sagt was und der andere versteht eigentlich gleich, was man muss gar nicht sich groß erklären. Man weiß irgendwie, das ist einfach eine Dimension, die versteht der andere nur, wenn der auch in der Dimension war. Otto in den 1980er Jahren. Die Idee von eremitischer Einsamkeit ist noch weit weg. Und er ist ein begehrtes Fotomodel. Manchmal auch zusammen mit seiner Schwester Sabina. Ich war der Allrounder. Also er konnte mit mir alles machen. Also er konnte sehr seriöse Bilder machen, aber auch verrückte Bilder. Und da war ich natürlich ganz gut im Rennen. Ne? Irgendwann war ich dann in Offenburg auf einer so Art Model-Schule war das, ne? Und da musste ich dann auch Laufsteg mitlaufen und alles Mögliche. Ja gut, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, 1,87 groß, schlank. Ich bin immer mehr rumgereicht worden dann, ne? Und immer öfters angerufen worden und kannst nicht noch da und kannst nicht noch dort. Und so habe ich ein bisschen meine Portokasse ein bisschen aufgebessert. Ein kurzer Besuch. Der Austausch muss wieder für eine Weile ausreichen. Sie wissen noch nicht, wann sie sich wiedersehen. Bei aller Seelenverwandtschaft leben sie in sehr unterschiedlichen Welten. Mein Bruder. Der 25. Juli ist in Wolfach ein großer Feiertag. Die Messnerin Gabi Haas schmückt die Kapelle zu Ehren des heiligen Jakob. Ja, vor 5 Jahren bin ich dann hier hochgekommen mal und durch Zufall. Und wenn ich wirklich Sorge habe, dann gehe ich nach St. Jakob. Da kann man alles abladen. Der Jakobus nimmt einem das ab. Das ist ein totaler Kraftort. Wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich auch hier hoch. In der Hoffnung, auch der Bruder Otto ist da und ich finde jemanden zum Reden. Er hört zu und manchmal braucht man gar nicht viel Antworten. Es ist einfach, dass man in dem Moment... Er hört auch zu, der da oben. Aber wenn man... Eben wenn der Otto da ist und ich kann mit ihm reden, das passt, tut gut. Ach du. Ja, Gabi, Hallöchen. Ist das schön. Die Gabi hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass ich überleben konnte, auch in der Corona-Zeit. Sie hat mich dann wirklich, sie war auch wirklich die Einzige, wo wirklich mir mal was hochgebracht hat. Und da bin ich für, also heute immer noch dankbar dafür. Ich wusste, dass er Corona hat und Kontaktverbot etc. Aber war einfach so ein inneres Gefühl. Heute gucke ich nach dem Bruder Otto. Mal hoch, ja, genau. Dann haben wir übers Fenster Lebensmittel ausgetauscht und kurz geschwätzt. So eine Erfahrung verbindet. Gemeinsam läuten sie den Feiertag ein. Alles ist gerichtet für den großen Jakobstag, auf den die Wolfacher 2020 schweren Herzens verzichten mussten, wegen Corona. 2021 soll das Fest, zu dem normalerweise tausende Gläubige nach St. Jakob kommen, in einem kleineren Rahmen stattfinden. Heute geht es früh los. Für Otto ist es eine Premiere, den Jakobstag vorzubereiten. Gabi, die Messnerin, übernimmt das Kommando. Das Wichtigste für ihre Arbeit ist das richtige Werkzeug. So, mal eine Leiter, dann können wir noch den Jakobus oberrichten. Ja, wo hast du die Leiter? Hinter dem Altar ist eine Bockleiter. Wie jedes Jahr wird der heilige Jakob, der Schutzpatron der Wallfahrer und Pilger, an der Kapelle platziert. Die ersten Erwähnungen der Kapelle reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Ein Ort mit einer langen Tradition, an den es Bruder Otto gezogen hat. Kann er die Einsamkeit hier tatsächlich leben, die er sucht? Oder ist er noch zu nah an den Menschen? Heute ist auf St. Jakob Feiertag. Sogar der Bischof aus Freiburg ist gekommen, um die Messe zu halten.
Dann könnt ihr am besten gerade mal mit mir mitkommen. Dann kann ich euch der Herr Meier vorstellen. Und der gibt euch das. Otto ist wie immer ein begehrter Gesprächspartner. Die Wolfacher feiern den Namenstag des heiligen Jakob mit begrenzter Teilnehmerzahl und mit einem strengen Hygienekonzept. Für Bruder Otto, der seit inzwischen fast 2 Jahren versucht, auf St. Jakob als Jeremie zu leben, ein Tag zum Innehalten. Glück ist eigentlich das, was ich jetzt erleben darf. Es war nicht mein Glück, wo ich viel Geld gehabt habe. Es war nicht mein Glück, wo ich das und das Auto gefahren habe oder sonst irgendwas. Nee, in diesem Moment, so wie ich jetzt gerade lebe, da fühle ich mich richtig glücklich. Zum Glücklichsein gehört für ihn nicht nur die Einsamkeit und die Versenkung, sondern eben auch die Begegnung und die Bekanntschaft mit anderen Menschen. Ein Zwiespalt für Otto. Der Garten von Monika Rauber ist für ihn wie ein Besuch im Paradies. Ja, grüß dich. Sein Daumen ist nicht so grün wie der von der gartenbegeisterten Dorfhelferin. Magst du die auch? Also ich mag die echt richtig gern, wenn man sie so gerade wegen anbratet und ein bisschen Salz und Pfeffer. Sind die Sachen auch gewachsen, was ich dir mal braucht habe? Ja. Ich habe sie gehegt und gepflegt. Super. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Und von dem her muss ich sagen, bin ich dieses Jahr Zwischen Blumen, Kräutern und Gemüse bekommt Bruder Otto noch ein paar Tipps für seinen eigenen Garten. Die muss weg, weil da musst du Spitze abschneiden. Das mache ich. Weil es so viel regnet hat. Das reicht. Gell? Das ist genau das Richtige heute. Na, hast du wieder ein Mittagessen? Für den Mittag. Melone, gell? Bin ich mal gespannt. Das habe ich jetzt dieses Jahr das erste Jahr, wie die wäre. Und das sind Kürbis. Ich war in der Pflege im ambulanten Dienst, ne? Und habe die Schwiegereltern, gell? Ja, habe ich betreut und gepflegt, ne? Und das war immer so wegen hier. Man darf es ja offiziell nicht sagen, aber hier war ein bisschen so der Punkt, wo ich einfach mal ein wenig Luft holen konnte. Da habe ich auch mal ein bisschen mein Päuschen gemacht. Ah, okay. Und dann bin ich mal gern oben gesessen bei ihnen. Und die haben ihre Tabletten genommen und ich habe ein wenig mit ihnen geredet und so. Und dann habe ich mal ein Glas Wasser mitgetrunken und so. Und das fand ich immer toll. Eine ganz andere Musik in der Jakobskapelle. Heute kommt endlich der neue E-Bass zum Klingen. Mit Daniel Bachmann probt er für ein Konzert. Die Welt hat mich vergessen. Da tratst du wunderbar zu mir. Wenn ich beim Waldesrauschen hier Gedanken voll vergessen. Otto hat ein Gedicht über einen Eremiten vertont. Ich habe mich immer für Einsiedler interessiert. Hier in Wolfach gab es im letzten Jahrhundert einen sehr berühmten Einsiedler, der dann wegziehen musste, weil so viele Menschen zu ihm gekommen sind, dass er eben nicht mehr Einsiedler sein konnte. Ich hoffe, das ist nicht auch das Schicksal von Bruder Otto. Wenn es mir dann wirklich absolut zu viel wird, zu viele Leute klingeln oder wegen irgendwelchen Banalitäten da sind oder mit einem reden wollen, dann denke ich manchmal, nein, ich brauche meine Energie auch und ich muss auch meine Energie wieder mal aufladen. Und dann gehe ich einfach in den Wald und da hole ich mir meine Energie wieder. Und hier bin ich auch Gott viel, viel, viel näher in diesem Moment, wie in einer großen Menschenmenge drin.